Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute geht's um die zweite Staffel von Samurai Girls, alias auch Samurai Bride. Ja, ich habe eigentlich die Serie schon gesehen und die erste Staffel habe ich noch gar nicht. Die erste kenne ich auch schon, die habe ich mir auf Amazon Prime angeschaut. Ich fand die erste richtig gut. Die zweite, die ist leider etwas schwächer, finde ich. Hat zwar auch ein paar gute Episoden, aber ich finde die erste am besten. Und ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich es mir nicht so schnell kaufen, aber bei Amazon war anscheinend ein Fehler. Die haben hier die komplette zweite Staffel auf Blu-ray für 13 Euro, also 12,95 angeboten gehabt am Anfang. Habe ich gedacht, okay, bestelle ich es mir gleich mal vor. Dann war es kurz aus dem Sortiment, dann ging es wieder rein, aber jetzt für 36 Euro. Und da habe ich ja eigentlich ganz schön gespart. Ja, das ist in einem so schönen Digipack, das packe ich euch jetzt erst einmal aus. Wenn ich hier das finde, machen wir einfach mal hier mit dem Messer. Zack. Und ja, in Samurai Girls geht es halt um, wie soll ich euch jetzt erklären, geht es halt um Samurai Girls, ne? Wo man auch viel oben ohne und so sieht, ne? Weil es ist halt so, wie immer das Echi-Anime, wie man das so ungefähr nennt. So, dann haben wir das hier in so einem schönen Pappschuber. Das FSK-Logo mache ich euch erstmal weg. Einen Augenblick. Und zack, schon ist das FSK-Logo weg. Wunderbar. Ja, dann gehen wir mal nach hinten zu den Infos. Das Ganze natürlich ist in HD, zwar nur 2.0 Ton, hat eine Lauflänge von 319 Minuten. Dann die ganzen Episoden und die ganzen OVAs sind auch drauf. Ja, schaut doch ganz gut aus. Machen wir mal hier das auf. Was mir eigentlich auffällt, das Cover, was hier jetzt ist, ist bei Amazon, glaube ich, ganz anders, wenn ich mich in Erinnerung habe. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das Cover bei Amazon sieht eigentlich anders aus. Wir haben das jetzt auch schon umgeändert, kann natürlich auch sein, weil ich habe jetzt erst heute drauf geschaut, ob es unterwegs ist und das Cover sieht auf jeden Fall bei Amazon anders aus. Naja, dann zeige ich euch mal, das haben wir so ein Digipack, da sind die ganzen, auch die Infos, Inhalt zu den zu den Episoden. Dann haben wir hier ein schickes Digipack. Klappen wir das mal aus. Und da sehen wir halt die auch ein bisschen in den ganzen Bikinis. Ja, es ist halt auch ein bisschen so ein Anime. Wenn man darauf nicht steht, dann braucht man sich das gar nicht anzuschauen. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Deswegen habe ich den mir angeschaut. Die ersten zwei Staffeln. Die erste werde ich mir jetzt dann irgendwann dann auch holen auf Blu-ray, weil die fand ich am besten. Aber die kostet ja, glaube ich, noch um die 30 bis 45 Euro auf Blu-ray. Ja, da hinten ist halt das gleiche Motiv dann. Das haben sie schön gemacht, dass das einheitlich passt. Hier bestimmt auch bei der zweiten Disc. Ja, haben sie auch gemacht. Wunderbar. Schön gemacht. Schön, schön. Es gefällt mir richtig gut. Haben sie dann wahrscheinlich hier auch gemacht. Ja, haben sie auch. Wunderbar. Sieht doch schön aus. Dann zeige ich es euch mal nochmal von so. Da haben wir dann hier auch noch so ein Motiv. Und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Digipack. Eigentlich sehr schick. Und ich habe mir gedacht, für 13 Euro... die komplette zweite Staffel habe ich gemacht, nee, das machen wir jetzt schon. Dann war es ja kurz weg, da habe ich irgendwie Glück gehabt, ein Schnäppchen geschlagen und kann man nicht meckern. 13 Euro, perfekt. Wieder was in meinem Anime-Sortiment. Ja, das war es dann auch wieder von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, euch vielleicht interessiert, wie es ausschaut, das Digipack zu der zweiten Staffel. Ich finde, es ist gut geworden. Für, sagen wir mal, 36 Euro, was jetzt kostet, könnte man es schon wert sehen. Es sind 12 Episoden. So kostet manchmal ein Volume nur, wo 3 oder 4 Episoden sind, schon der gleiche Preis. Und so finde ich es eigentlich sehr preiswert. Ich habe jetzt halt ein Schnäppchen mit 13 Euro. Passt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!